Hallo und herzlich willkommen zur 342. war letzte Folge, 243. wollte ich gerade sagen. Aber es ist ja wirklich die 43., aber die 343. Hoppala. Lange nicht passiert. Mausstupser. Ja, meine lieben Freunde, hier ist eine Schlucht. Cedric hat wenig Nahrung auf Tasche. Jetzt wieder viel. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Himmelsstern, die Hauptstadt Orientarias. Wir haben ja eine frohe Kunde bekommen, dass wir uns dort mal breit machen dürfen. Ein bisschen mit den Dorfbewohnern reden und die Geschichte des Wendslandes verbreiten. Und es ist ein sehr großes Biom und ich freue mich, dass ich es gefunden habe, so dass ich dem Sonnenschein, wenn es nicht schon gefunden hat, kann auch sein, davon berichten kann oder darf. So, hier ist doch mal ein schöner Blick. 7,4 ist doch schon mal eine Marke. Und da werden wir natürlich wieder aufgehalten hier von sowas. Eieiei. Aber jetzt kommt wieder normale Wälder. Da hat man ja fast nicht gedacht, dass das ein Riesenfichtenbiom ist. So eine Mega-Tiger. Oh, es wird immer wahrscheinlicher, dass ich vor 8 Folgen dort mich selber betrogen habe. Mit diesem Fackel. Aber das könnt ihr aber selber nochmal nachschauen. Wenn ihr die findet, kriegt ihr einen Keks. Imaginären. Könnt ihr euch kaufen. Oder ihr fragt eure Eltern. Oder geht in den nächsten Supermarkt. Und fragt die Kassiererin, ob sie den Laden Kekse gibt. Meistens sagen die ja. Aber es kann auch sein, dass sie nein sagen. So, hier einmal drüber. Zack. Und zack. Und hier ist ein Birkenwald. Hier ist ein Birkenwald. Und hier ist eine Höhle. Er geht auch tief runter, die Höhle. Geht sehr tief runter. Hier ist auch eine Höhle. Huhu, nicht reinfallen. So. Gucken wir doch mal auf die Karte. Ja. Haben wir schon ordentlich Weg wieder zurückgelegt. Hinten ist wieder Sumpf. Probieren wir unser Glück, ob wir einen Slime antreffen. 7 Kilometer Marke haben wir erreicht. Sehr gut. Hier drüben sind Sonnenblumen. Die nehmen wir mit. Ich habe nicht so viele Sonnenblumen. Beziehungsweise habe ich bei mir in der Umgebung kein Biom, was die beherbergt, diese Sonnenblumen. Aber wir haben ja Knochenmehl. Wir können ja trotzdem einen Stack voll machen. Oder auch nicht. Und gehen jetzt einfach mal weiter. Haben wir irgendeinen Gruß? Das können wir weg. Weg. Wir müssen auch ein bisschen weiter weggehen. Zack. Weg. Ja, sonst ist alles wertvoll. Aber hier ist eine kleine Brücke. Gehen wir doch mal unten drunter durch. Super. Die Sumpfbrücke. Und da war noch eine. Und hier ist wieder Zeit mit dem Boot. Es ist 12 Uhr am Mittag.
Und gucken wir mal, wo uns die Reise hinführt. Machen wir jetzt wieder ordentlich Weg zurück. Wegstrecke. Sind wir denn noch alleine? Nein. Also, was heißt noch alleine? Mit denselben Personen, meine ich natürlich. Sind wir gerade durch eine Schnapszahl gefahren, die 6666. Aber das ist, glaube ich, nicht zu tragisch. Hier ist ein Fichtenbiom. Da hinten ist der Sumpf in weiter Ferne. Und wir fahren weiterhin in Richtung Himmelsstern. Und das ist eine weite, weite Reise. Und sie wird in wenigen Folgen auch zu Ende sein. Da sind wir nämlich in Himmelsstern. Und da bleiben wir dort auch ein wenig. Ja, ein wenig bleiben wir da schon. So, gucken wir mal auf die Karte. Links oder rechts? Das sieht besser aus. Ah, ich habe gedacht, da ist ein Fluss. Hab gedacht, da ist ein Fluss. So. Packen wir mal hier ein. Und zack. Gehen wir mal wieder ein bisschen zu Fuß und ich tue mal das Bett wieder nach vorn. Mäh, ja genau. Ganz viele Schweine und Schafe und Pferde und ein Fohlen. Zack, zack. Zick, zick, Zug, Zug, Ratzfatz. Sind doch gleich da. Also, nächste Folge sind wir im Himmelsstern. Ich verhaspel schon die Wörter hier. Himmelsschein in Sonnenstern. Ja? Also, so wollen wir es ja nicht angehen. Das ist nämlich falsch. Das ist falsch. Aber wir wissen ja, wie es richtig heißt. Und da sprechen wir es auch richtig aus. Hier ist eine Höhle. Wenn ich mich da jetzt nicht verguckt habe, war da eine Fackel drin. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich komme nämlich langsam schon in Gefilde. Wieder die Karte aufdecken. Da oben waren wir schon mal in Kirchberg. Aber da das sind wir ja lang gereist. Hier sind wir da lang gereist, so schräg hier rüber. Und dann ist der Server irgendwie mal hier etwas am Ruckeln gewesen, keine Ahnung. Wo ich dann mal das nächste Mal in Kirchberg war und erst da wieder die Map aufgedeckt habe und da war der Rest wieder schwarz. Das sind dann diese Nachteile. Oh, das hasse ich sowas. Da tue ich mich sogar noch auf die Nacht drauf vorbereiten und dann muss man wieder ins Boot steigen. Gibt's da nicht. Ich könnte jetzt zwar auch hier rüber schwimmen, ne, es dauert mir aber gerade zu lang. Zack. Und schwimm. So, definitiv wechsle ich das jetzt das letzte Mal, bevor die nächste Nacht kommt. Muss ja wirklich sehr gut aufpassen, wo ich reinspringe. Ja, am besten nirgendwo reinspringen. Huhu, Slalom, spring. UFO Mann, dein Lied.
Wirst du es jemals erfahren, dass es an dieser Stelle erklungen ist? Wir werden es nie herausfinden, oder doch? Oder doch? Oder doch? Vielleicht guckt der Ufermann jetzt ja gerade zu. Zufälligerweise. Vielleicht habe ich die Folge auch so genannt. Das kann auch gut möglich sein. Die Ufonauten kommen aus den dichten Wäldern hier. Der Ufonautenwald. Hier, die Rosen leuchten schon. Das sind außerirdische Rosen. Außerirdische Rosen hier. Guckt euch das an. Die leuchten so richtig. Zack. Und Follow. Und Bett und hier Folge beenden. Ne? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.